viele Arbeiter da, es wirkt sehr strukturiert. Gleichwohl ist es für den Einzelhandel nur mittellustig im Moment. Die Freien Wähler haben jüngst oder im Ende letzten Jahres schon bei dem ersten Pressegespräch zur Kommunalwahl, sie waren ja die ersten, hatte der Herr Dr. Bero ins Spiel gebracht die alte Idee der Verlängerung des Multrings bis zur B3 als Option für eine weitere Verbindung zwischen West- und Innenstadt. Meinen Sie das ernst? Wie realistisch ist die Idee? Es ist ein Wunsch und man darf ja Wünsche äußern. Ne? Ich weiß nicht, wie realistisch der ist, aber wir haben das schon lange in unserem Konzept. Ich denke, es ist ein Wunsch natürlich, aber man kann ja ab und zu mal drüber reden. Aber man müsste ja auch Schritte unternehmen, damit man außer Reden auch irgendwie weiß, was für Müll in der Spaß ist. Es ist natürlich vielleicht illusorisch. Also ich habe mich darüber auch noch nicht mit beschäftigt, großartig. Aber weil Sie gerade die Baustelle angesprochen haben in der Mannheimer Straße, da würde ich mir wünschen, dass einfach so ein bisschen das Ganze immer positiv transportiert wird auch. Baustellen gibt es, die gibt es nicht nur in Weinheim, die müssen alle Städten überall und nicht die letzte Baustelle sein, die wir in Weinheim haben. Und da müssen wir alle durch. Da muss der Handel durch, da müssen die Anwohner durch, da müssen die Verkehrsteilnehmer durch. Nur wenn ich sie immer schlecht transportiere und ich nur als Staubringer sehe, dann bringt es mich auch nicht weiter. Das ist ein notwendiges Übel, da müssen wir, wie gesagt, durch. Und ich würde mir wünschen, dass so Sachen einfach auch ein bisschen mehr positiv belegt werden. Also dann nehme ich gerne als Anregung mal mit, sozusagen, wie kann man einen Stau und eine Baustelle noch positiver vermitteln. Sie haben recht natürlich, dass es eine Baustelle ist, die strukturiert läuft. Auf diesen Aspekt könnte man mal würdigen. Die CDU ist aber ja nun, gilt auch als Partei der Autofahrer. Auch jetzt im jetzigen Wahlprogramm sozusagen keine Verschlechterung für Autofahrer. Was halten Sie von der Idee, Illusion, Vision einer weiteren Verbindung zwischen West und Innenstadt? Also wir haben ja das Verkehrskonzept nicht gestern, sondern schon vorgestern einfach mal festgelegt. So. Da sind wir natürlich davon ausgegangen, dass die Mobilität, die individuelle Mobilität, absolut die Priorität hat. Inzwischen haben die Prioritäten verschoben, muss man ganz klar sehen. Wir gehen mehr zu dem öffentlichen Personennahverkehr. Desgleichen sagen wir, und ich habe das auch in unserer Haushaltsrede ganz klar betont, die individuelle Mobilität ist für uns eine Art Grundrecht. Und die wollen wir natürlich auch nicht einschränken. So. Und dazu gehört auch darüber zu reden, ob beispielsweise der Multring wann auch immer verlängert werden kann, ja oder nein. Und ich erinnere mal an die Diskussion Saukopftunnel. Wie lange sind die denn geführt worden? Und da waren Illusionen hoch 3. Auf einmal ist es Wirklichkeit. Branichtunnel, nicht anders. Es gab auch also, Südtunnel, ne? Irgendwie eine Überlegung. Unterm Schloss, genau. Schloss, ich würde das mal gar nicht so weit vorrücken. Da werden wir sicher irgendwann drüber reden müssen. Den Fakt, und da können wir uns drehen und wenden, wie wir wollen, öffentlicher Personennahverkehr hin und her, die Mobilität, die individuelle, steigt nach wie vor. Wie denn das? Wie denn das? Und wenn wir mittlerweile 75% der Pendler eben nach wie vor ihr eigenes Fahrzeug benutzen, dann hat das irgendwelche Gründe. Das Jux und Tollerei machen es die auch nicht. Ich würde jetzt gerne sozusagen, wenn man das so nennen darf, das bürgerliche Lager abrunden und dann, ich denke mal, da gibt es durchaus Widerspruch auch auf der anderen Hälfte des Podiums. Ich glaube, wir unterhalten uns hier so ein bisschen über ungelegte Eier und die werden auch noch relativ lange ungelegt bleiben. Wenn man tatsächlich ein konsequentes Konzept verfolgt hätte, dann hätte man das, denke ich, mit der Mannheimer Straße ein bisschen anders gemacht. Auch die Kritik, die da jetzt teilweise kommt, hat ja vielleicht damit zu tun, dass die wirklich überzeugende Lösung eben nicht realisiert wurde. Die wirklich überzeugende Lösung auch aus unserer Sicht wäre ja gewesen, dass man die OEG, das heißt die RNV-Linie 5, auf die Süd- bzw. Ostseite der Mannheimer Straße verlegt hätte und die Haltestelle auf die Brücke. Nun gab es da technische Argumente hin und her, aber ich denke mir, man hätte es doch letztendlich realisieren können, wenn man gewollt hätte. Das Argument Planfeststellungsverfahren, was damals vom OEG gekommen ist, das hat man trotzdem machen müssen, auch in der jetzigen Situation. Man zementiert natürlich etwas, was, na sagen wir mal, letztlich doch etwas Suboptimales für die nächsten 30 Jahre. Also da denke ich mir, da hätte man mehr machen können, auch wenn man gewollt hätte, wenn auch die Verwaltungsspitze gewollt hätte. Was jetzt die Problematik Individualverkehr angeht, ich meine, Individualverkehr ist ja letztendlich nicht nur Auto, sondern individuelle Mobilität ist zunächst einmal Mobilität des Individuums.
Und da werden wir in Zukunft wahrscheinlich schon in gewisser Weise Veränderungen erleben, in welche Richtung die gehen. Ob das jetzt nur einfach die Tatsache ist, dass der Verbrennungsmotor durch den Elektromotor im Auto ersetzt wird, das möchte ich nur bezweifeln, da wird wahrscheinlich mehr kommen. Die E-Tretroller auf dem Bürgersteig werden es wahrscheinlich eher nicht sein, glaube ich. Ja. Aber ich denke, man muss schon ein integriertes Konzept haben. Da muss dabei sein Bahn, Bus, da muss die Straßenbahn, die WOEG dabei sein, da muss auch das Auto und das Fahrrad dabei sein. Und da denke ich mir, da müssen wir nochmal in der Tat drüber nachdenken, wenn solches Konzept. Herr Fetzner hat auch ganz laut über Drahtwegekonzepte gemacht. Das ist ein Teil davon, würde ich mal sagen. Aber nur ein Teil. Man soll also nicht immer das natürlich so handhaben, dass man das eine Verkehrsmittel gegenüber dem anderen aufwerten muss. Und Zweifelsfall, also sozusagen, wenn man abwertet oder ja, das eine aufwertet und das andere dann abwertet und sagt, also der Autofahrer muss dem Fahrradfahrer hinterherfahren, wenn er langsamer ist. Also ich denke, da muss man auch Lösungen haben, wo beide mit zufrieden sein können. Frau Kramer, wir hatten mal ein Verkehrskonzept. Das war vor 14 Jahren, glaube ich, ungefähr. Das war ganz breit erarbeitet worden mit Fachleuten, mit Vertretern der Bürgerschaft, mit dem Gemeinderat, wunderbar. Es ist einiges davon verwirklicht worden, gerade im Bezug auf ÖPNV, in ZOB und mit den S-Bahn-Haltestellen sind wir sogar noch weitergekommen. Dank des grünen Drucks kommt auch eine S-Bahn-Haltestelle nach Sulzbach. Aber ich möchte sagen, Mobilität ist tatsächlich vielseitig. Das ist nicht nur Auto. Ich bin hier die einzige Frau, wie ich feststelle. Ich will das mal rausstellen, mache ich sonst nicht. Aber ich glaube, Frauen haben einen anderen Blick auf den Verkehr. Die sehen eben nicht so sehr das Auto, sondern sie sehen gerade Bus und Bahn und Fahrrad und Kinderwagen und Fußgänger, bitteschön. Ja? Also gerade diesen Teil der Bevölkerung müssen wir auch betrachten und aus deren Blickwinkel auch die Schwierigkeiten sehen. Da fällt mir ein, Entschuldigung, dummer Spruch, aber die Baustelle, die Mannheimer Straße, ist geplant 40 Wochen. So viel dauert eine gute Schwangerschaft. Wir hoffen auf eine gute Geburt. Also gut, Entschuldigung, war ein Abschweifen. Aber wir brauchen tatsächlich ein besseres Miteinander der Verkehrsteilnehmer. Ich denke, das sehen alle so. Und es soll keiner die Priorität haben. Ich denke, das haben wir inzwischen alle eingesehen, dass wir miteinander zurechtkommen müssen. Auch wir sagen nicht Vorfahrt für Fahrradfahrer. Ich habe mal so ein Schild beim ADFC einkassiert. Ja? Hat jemand das gesagt? Sag ich, nee, wir wollen miteinander, wollen wir fahren. Wir hatten im letzten Oktober eine nette Demonstration, damit eine Durchfahrt für die Fahrradfahrer unter die Brücke geschaffen wird. Hat geklappt, wunderbar. Ist kein Privileg, es ist immer noch umständlich. Ja? Aber es ist auch ein Privileg für die Autofahrer, dass die Fahrradfahrer nicht über den Postknoten fahren. Ja? Also da ist viel an Miteinander noch zu verbessern. Meiner Meinung nach hinentwickeln oder wo sind Veränderungen? Also, was wir natürlich sagen müssen, die SPD ist immer dafür gewesen, dass der ÖPNV gestärkt wird. Und von daher kann man schon sagen, mit der Mannheimer Baustelle oder Mannheimer Straße, die Baustelle dort, sind wir auch sehr zufrieden, dass wir den ÖPNV stärken. Was uns ganz wichtig ist und was mir beinahe ganz aktuell fehlt, ist, wie das der Bürgermeister Fetzer schon gesagt hat, wir brauchen Radwegenetz. Radwege in Weinheim sind mehr verbesserungsfähig. Und was uns auch momentan, was wir zeitnah angehen sollten, sind Park- und Waldparkplätze. Wenn wir schon sagen, ÖPNV stärken, da haben wir jetzt in Weinheim wirklich, also wenn man mal zum Bahnhof fährt, das sind eine, die sind voll. Da müssen wir eben im Konzept finden, wie wir das verstärken können. Und ansonsten Multring, klar ist es wünschenswert, aber ich sage auch ganz offen, wenn wir auch drüber sprechen über Finanzen, ich glaube nicht, dass Weinheim bei den jetzigen Bauprojekten, die wir haben, bei unserer finanziellen Situation, auch da nur ansatzweise rangehen werden können in den nächsten Jahrzehnten. Das ist wirklich wünschenswert, man darf es nicht wegschieben, aber das wird schwierig, da muss man einfach auch ganz ehrlich sagen. Also eher die Idee, die die Freien Wähler immer in ihrem Wahlprogramm haben, auf Wiedervorlage. Was sollte sich Ihrer Meinung nach an unserem Verkehrskonzept ändern? Wo ist Handlungsbedarf? Ja, also ich muss sagen, die individuelle Mobilität, das ist mal das Wichtigste, was man gewährleisten und organisieren müssen. Und ich denke, so wie sich die Sache bei uns in den letzten Jahren entwickelt hat, ist es durchaus positiv. Also der ÖPNV ist wesentlich attraktiver geworden und auch durch die Baustelle in der Mannheimer Straße, dass die Haltestelle Luisenstraße auf die andere Seite gelegt wird, das wird die Situation für die Nutzer wesentlich verbessern. Auch dass wir Nextbike-Haltestellen in Weinheim eingerichtet haben, die dann demnächst eventuell noch mit Elektrofahrrädern ausgestattet sind. Also da ist eine sinnvolle Entwicklung wirklich die letzten Jahre zu verzeichnen. So
so eine Unterführung unter, also die Multiunterführung halte ich jetzt für ja, ein Projekt, was wirklich ganz weit weg ist. Also uns wäre zum Beispiel lieber gewesen, wenn man die Langmaßwegbrücke so ausgebaut hätte, dass zumindest ein Traktor drüber fahren kann oder ein Fahrzeug, ein Pkw. Das hätte den Innenstadtverkehr auch sehr stark entlastet, weil ja jetzt aufgrund der Sache, dass die Traktoren da nicht mehr drüber kommen, diese dann durch die Innenstadt fahren und Bergstraße und Mannheimer Straße belasten. Wollte ich noch was sagen, ja. Mit Sicherheit. Nächstes Mal lasse ich Sie. Vielleicht fällt mir noch mal durch. Ja. Tut mir leid. Sie hatten das Stichwort Park- und Reitplätze angesprochen und haben in der Nähe des Bahnhofs ein Gelände, das im Moment der Firma Freudenberg gehört, das aber kein Park- und Reitparkplatz werden soll, sondern möglicherweise ein Standort für ein Hotel. Mhm. Bringt mich zum Thema Tourismus. Genau. In Mannheim und Heidelberg entstehen derzeit viele neue Hotels, auch mit zusätzlichen Tausenden von Betten. Braucht Weidenheim ein weiteres Hotel? Eine ganz klare Frage, ja oder nein? Herr Meier. Okay. Ja, die Industrie sagt ganz klar ja. Der Gemeinderat hat sich auch dafür ausgesprochen, dass wir noch ein weiteres Hotel brauchen. Ich habe mich über mich ein bisschen geärgert, dass ich die Diskussion um den Standort Tennispark gleich so weggewischt habe. Das wäre eigentlich Standort der Barbarstraße. Ich hätte es damals oder mittlerweile spannender gefunden, zwei Standorte noch im Rennen zu haben, um einfach ein mehr Wettbewerb in die ganze Geschichte zu bringen. Aber da war damals die ganze Diskussion auch sehr emotionsgeladen. Und dann ist das, glaube ich, von vielen einfach so vom Tisch gewischt worden. Würde ich heute anders sehen. Ob wir es brauchen, wie gesagt, das Gutachten sagt ja, die Industrie sagt ja, dem muss ich glauben. Also, gut, die Hoga sagt nein. Ja, man weiß nicht so genau, wer jetzt wirklich recht hat, Herr Haring, oder? Da wird der eine behauptet das, der andere das. Naja, also eigentlich haben sich die Erkenntnisse nicht geändert. Wir wussten auch damals bei der Entscheidung, dass die Mannheim-Hotels neu gebaut werden, dass in Heidelberg-Hotels neu gebaut werden und die Hoga, also mit Verlaub, ich bin auch Verbandspolitiker, Verbandsnachrichten und politische Grundsatzdiskussionen sollte man da schon sehr differenziert betrachten. Oh, vielen Dank. Ja, sollte man sehr differenziert betrachten. Eins ist auch klar, ein Hotel ja, bei zwei hätte ich meine Bedenken, also insoweit, wir werden die Diskussion garantiert im neuen Gemeinderat weiterführen. Ich bin davon überzeugt. Ja. Direkt dazu? Oder direkt dazu? Mhm. Also es geht ja nicht nur um Hotels. Mhm. Wenn man die anderen Hotelinhaber fragt, dann sagen die natürlich völlig ausreichend, wir sind ja noch nicht mal ausgelastet, mir kommen schon die Tränen. Dann brauchen wir also noch ein Hotel. Aber es geht um ein Tourismuskonzept insgesamt. Wir haben uns ja gerade neulich darüber unterhalten und ich denke, das ist ein ganz guter Weg, indem man sich insgesamt nochmal ein Tourismuskonzept für Weinheim überlegt. Und da spielt mehr als nur jetzt die Anzahl der Hotelbetten eine Rolle, sondern tatsächlich die Attraktivität Weinheims mal zu untersuchen. Ich denke, gerade wenn wir sagen, wir wollen nicht auf die grüne Wiese, wir müssen vielleicht mal gucken, wo ist der Schwerpunkt für Weinheim, tatsächlich auch noch Erwerbsmöglichkeiten zu generieren. Und da ist, denke ich, da ist der Tourismus schon da. Und dass wir da ein vernünftiges Tourismuskonzept haben werden, was nicht nur auf die Hotels guckt, sondern auf die bestehenden Möglichkeiten und auf die Ausbaumöglichkeiten. Hat da der Gemeinderat einwirken? Ja, da können wir drauf einwirken. Ich denke das schon. Und es wird demnächst ein Tourismuskonzept von der Verwaltung in Auftrag gegeben werden, was eben gerade in der Breite mal untersucht, was nötig ist. Ich halte jetzt mit meiner Kurzsichtigkeit auch ein Hotel für ausreichend und für machbar und sinnvoll auch an dem Standort. Scheint doch nicht so ganz so leicht zu sein, dass das sich sofort verwirklicht, das ist richtig. Aber ich denke, wir müssen da wirklich über das Thema Tourismus nochmal verschärft nachdenken, mithilfe eines Auswärtigen. Wo soll die Reise hingehen? Tages- oder Wochenendtourismus zum Beispiel? Mal jetzt zum Beispiel, ja. Mehr Tagungsgäste. Mehr Wochenende, ja, das ist ja auch wichtig. Das ist auch so ein Spiel. Ich glaube schon, dass wir also in allen Untersuchungen, die wir bisher bekommen haben, dass Weinheim ein Weinheimshotel braucht und dass es auch uns befruchten kann, also vor allem im Tourismus. Auch die Gewerbe, den Einzelhandel, das wird auch die Restaurants. Natürlich weiß ich, wenn man jetzt den Marktplatz wird oder den Restaurantbetrieb fragen wird, das brauchen wir nicht. Aber ich glaube schon, dass es uns helfen wird und dass es auch wirklich auch
Geld nach Mayen bringen wird. Und ich gebe dem Herrn Mayer recht, ich fand es damals, die SPD war ja auch dagegen, dass wir von vornherein den Platz am Warburger Standort ausgeschlossen haben. Es ist immer schlecht, verhandeln zu können. Warum ist der eigentlich ausgeschlossen worden? Das ist ein unmöglicher Stück da. Die Mehrheit des Gemeinderates hat gesagt, da geht es nicht hin. Von daher sage ich, es ist schwierig, weil ich sage, wenn ich doch in der Stadt plane und schaue, kann es hinkommen, dann nehme ich doch vorne einen Standort aus. Das war falsch. Da hätte man sagen können, wir haben drei verschiedene Punkte, da können wir es hin. Und das war ein Fehler, das ist so entschieden worden, muss man sehen. Aber die Frage, Hotel, ja, wir halten das durchaus für sinnvoll und glauben, das ist, auf was wir jetzt für Unterlagen haben, darauf müssen auch wir uns stützen, dass es sicherlich Weinheim helfen kann. Herr Dr. Wetzel. Ja, also prinzipiell sind wir der gleichen Auffassung, dass wir natürlich auch den Standort an der Bahnhofstraße favorisiert haben. Wir waren auch gegen ein Hotel im Stadtgarten. Das ist aus verschiedenen Gründen aus unserer Sicht nicht sinnvoll. Es hätte sicherlich auch für die bevorzugte Gruppe, an die sich das ja im Moment richtet, nämlich laut dem Gutachten waren das ja dann Gäste, die die Industrie unterbringen möchte. Für diesen Zweck hätte es sich dort an dieser Stelle weniger geeignet. Und es hätte sicherlich auch, und das muss man dazu natürlich auch sehen, der Hotellandschaft, wie sie im Moment besteht, natürlich auch unter Umständen Veränderungen hinzugefügt, die nachteilige Folgen für bisherige Standorte gehabt hätte. Standorte nicht unbedingt jetzt für die einzelnen Hoteliers, wobei ich dazu sagen muss, natürlich ist das, was wir dort von der Dehorga bekommen haben, interessengeleitet. Ja? Wir sind also auch der Meinung, ein weiteres Hotel ist sinnvoll und das wollen wir gerne auch. Was wir nicht haben möchten, ganz eindeutig, ist ein zweites zusätzliches Hotel, zum Beispiel am Weitsee. Das ist ja auch mal eine Diskussion gewesen. Ich weiß nicht, wie weit das jetzt noch aktuell ist, aber es wurde immer mal wieder so ein bisschen in die Öffentlichkeit gestreut. Und da müssen wir sagen, da ist also im Moment schon die Verkehrsbelastung so hoch, dass man sich gründlich überlegen muss, ob man diesen Standort noch weiter in dieser Richtung ausbauen kann. Da würde ich ganz gerne einfach ganz kurz mal von allen abfragen. Hotel am Waldsee, eine Option für die SPD, ja, nein, einfach durchgehen. Also wir sind einfach dagegen, von vornherein auszuschließen. Mhm. Ich muss ehrlich sagen, auch da bin ich offen. Da gibt es natürlich Verkehrsprobleme, da haben wir auch Parkplatzprobleme, die auch schon Konzepte vorgestellt wurden. Von vornherein nein, sage ich dann nicht, will ich offen sehen, will dann das Standort haben. Keinesfalls. Es geht ein Stück vom Waldsee-Strandbad verloren. Es soll damit ein Parkhaus gebaut werden, was im Prinzip ja nicht schlecht ist, aber nur unter der Bedingung, dass auch ein Hotel gebaut wird. Sehr merkwürdig. Also wir werden mit dieser Verkehrssituation weiter so leben. Und ich fürchte, wenn wir dann ein Hotel bauen mit der Kombination Parkhaus, wird es auch nicht besser mit der Verkehrssituation. Herr Hört. Wir wollen das nicht ganz abschließen, aber es kommt aufs Gesamtkonzept an am Weitsee und es darf vor allen Dingen keine Einschränkungen für die Badeseebenutzer geben. Also insgesamt die Parksituation muss ja muss verbessert werden von Miramar-Seite aus. Also da ist es dringend notwendig, damit auch die Anwohnerschaft entlastet werden. Aber ich wollte noch zu dem anderen Thema mit dem Hotel. Ja, klar, also, da habe ich mich noch nicht geäußert. Da kommen noch wir zurück. Was dazu sagen. Ja. Wir kommen okay. Zurück. Wir würden gerne um das Thema Weitsee und dann versprochen. Herr Wetzel sagt nein. Ich sage nein. Das sagt nein. Ja. Ausnahmsweise sind wir uns mit dem Linken einig. Also ausschließen kann ich es ausnahmsweise mal. Also insoweit kann ich das natürlich nicht ganz ausschließen. Es kommt wirklich darauf an, dass man unter Umständen auch zwei Optionen hat. Wir wissen noch nicht, was in der Mannheimer Straße wirklich passiert. Es fehlt der Betreiber, Investor ja, Betreiber nein. Auf der anderen Seite ist offensichtlich Betreiber und Investor fahren. Also ist noch vieles sehr vage, aber ausschließen kann ich das momentan noch nicht. Unter der Prämisse nochmal, dass die Badegäste letzten Endes nicht behindert werden durch irgendwelche, letzten Endes Rückbau der Liegefläche. Der Herr Mayer sagt nein. Kategorisch nein. Und jetzt grundsätzlich halte ich schon ein weiteres Hotel in Weinheim für richtig. Und insbesondere eben in Bahnhofsnähe. Also wäre es aus meiner Sicht sehr praktisch, wenn da ein Hotel mit etwa 100 Betten angeboten wird. Weil also es sind ja viele Leute, die da erstens mal direkt am Bahnhof auch ein Hotel suchen oder dann auch bei der Firma Freudenberg zum Beispiel im Industriepark irgendwie zu tun haben. Und es sind ja auch viele Hotelbetten weggefallen die letzten Jahre. Also Schmidberger Hof, Gubs und Ebertpark. Und da muss ein Ersatz her.
wenn ich noch Wünsche äußere, dürfte ein Hotelstandort wäre, die in der Branche liegen. Oh, das Wünsche, danke. Wir wünschen ja gern von der Stadt. Wir wünschen uns von der Stadt. Wir wünschen, ne? Also die Verlängerung des Mühltrinks wahrscheinlich früher. Jede Branche Mühle haben wir nicht auf unserer Fragenliste. Dankeschön. Vielen Dank. Weil auch, glaube ich, der Einfluss des Gemeinderates überschaubar ist an der Stelle. Das ist etwas anders beim Thema Gewerbegebiete. Und jetzt kommen wir natürlich in der letzten Runde unserer Fragen zu dem Thema. Und was uns aufgefallen ist in der jüngsten Debatte zum Thema Hintere Mult ist, man hört von der Schutzgemeinschaft Hintere Mult, man hört von der Stadtverwaltung die entsprechende Gegend, von den Parteien aus dem Gemeinderat hört man genau nichts. Deswegen die Frage, warum ist das so? Also sozusagen öffentliche Statements in den letzten 4 Wochen haben uns zu dem Thema nicht mehr erreicht. Warum hält man sich da zurück? Ist da die Wahl im Hinterkopf? Herr Haring, Sie haben gleich reagiert. Insofern geht die Frage direkt an Sie. Also ich kann nicht erkennen, dass sich die Parteien, wie auch immer, zurückgehalten haben. Glaube ich nicht. Wir hatten in der Haushaltsdebatte, ich glaube, jede Fraktion hat darüber letzten Endes ein Statement abgegeben. Das ist das eine. Und das zweite, eins ist doch aber auch klar. Erstmal hat es noch ein bisschen Zeit bis zu den Wahlen. Wir haben Veranstaltungen, die der Verein Landerlebnis durchführen möchte im alten Rathaus. Da wird es sicher ein Statement geben, wohl oder übel, sage ich, wohl oder übel. Und ich bin auch überzeugt, dass Vereine wie beispielsweise Gewerbevereine oder Weinheimer Unternehmer, dass die sich auch noch artikulieren werden. Warten wir es mal ab. Sie haben etwas Zeit. Vor einigen Monaten waren Sie mal recht fuchsteufelswild, sage ich mal, ein bisschen übertrieben. Was Mult anbelangt, haben Sie gesagt, da muss mehr Dampf rein. Das war beim Gewerbeverein. Ja, ist auch richtig und wir sind dabei, Dampf zu geben. Das habe ich vielleicht auch. Das heißt, die CDU steht hinter einem Gewerbegebiet hinter dem Mult. Mehrheitlich. Wie sieht es bei der FDP aus? Ja, also zunächst mal möchte ich da widersprechen, dass es keine Statements gegeben hat. Wir haben relativ eindeutige Statements. Zunächst mal ist es ja so gewesen, wir hatten eine Klausurtagung im Gemeinderat, was gerade dieses Thema Gewerbeansiedlung angeht. Diese Klausurtagung fand allerdings 3 Monate nach dem Aufstellungsbeschluss für diesen Standort Hintere Mult statt. Das haben wir schon mal kritisiert, weil letztendlich für uns wichtig ist ein Gesamtkonzept, was Gewerbegebiete angeht. Und im Zweifelsfall sogar eine Revision des Flächennutzungsplans fordern wir eigentlich schon seit Jahren. Was nun zu dem konkreten Projekt Hintere Mult zu sagen ist, das hatten wir auch in der Gemeinderatssitzung so vertreten, war, dass wir natürlich den Firmen, die jetzt aktuell Erweiterungsbedarf haben, diesen Erweiterungsbedarf auch ermöglichen möchten. Nur, dieser Erweiterungsbedarf bezieht sich auf maximal 1/4 der zur Verfügung stehenden Flächen der Hintere Mult. Und dementsprechend war unser Vorschlag, dass wir dieses Viertel den unmittelbar bereits jetzt im jetzigen Gewerbegebiet ansässigen Firmen, das ist die Firma B&S und das ist die Firma von Herrn Arnheim, dass wir diese Erweiterungsmöglichkeiten diesen beiden Firmen zur Verfügung stellen wollen und ansonsten bitte aber erst einmal die Diskussion insgesamt führen möchten, auch im Rahmen zum Beispiel der Zukunftswerkstatt, die unser künftiger Oberbürgermeister anstrebt, wie man denn in Zukunft überhaupt in diese Richtung verfahren möchte und auch wo man denn Gewerbegebiete haben möchte. Unser Favorit ist letztlich dann eher das Tiefgewand, wenn es denn zur Verfügung steht. Komm ich noch drauf. Ich weiß von der Linken, die ist gespalten bei dem Thema Hintere Mult. Jedenfalls was die Stadträte der Linken angeht. Genau, ja. Also ich lehne ja die Hintere Mult als Gewerbegebiet ab, weil ich der Meinung bin, dass Weinheim schon genug Gewerbeflächen hat. Also es müsste erstmal das Gewerbegebiet Langmaßweg in Nutzung gebracht werden. Da sind ja noch viele Flächen vakant und käuflich zu erwerben. Und bevor ein weiteres Gebiet dazukommt, wie Hintere Mult oder sonst auch irgendwas, müsste erstmal der Langmaßweg fertig entwickelt werden. Und auch im Industriepark und Technologiepark Freudenberg sind noch einige Plätze frei. Und sogar auch gegenüber von der Feuerwehr, ich glaube Eisleberstraße heißt es, auch noch ein Gewerbeplatz frei, der seit Jahren nicht bebaut wird von einem, der schon längst bebauen wollte. Also da müsste erstmal was in Nutzung gebracht werden, was brach liegt, bevor was weiteres dazu kommt. Aber wir sind gespalten, mein Kollege Dr. Labuda, der sieht die Hintere Mult als eine sinnvolle Erweiterung an und irgendwie
Firma B&S und er meint, dass die Arbeitsplätze, die da dann angesiedelt werden, für Weinheim wichtig sind. Ich denke, es wäre jetzt nicht so schlimm, wenn die Firma B&S nach Heppenheim umsiedeln würde. Da gibt es genug freie Flächen, die sofort genutzt werden können und der Konflikt in der Bevölkerung müssten wir nicht austragen. So ein Satz wie jetzt die Firma B&S, dann soll sie eben nach Heppenheim gehen. Was sagt dann die SPD dazu? Sie kommen gleich an. Ich weiß, dass auch in dieser Seele zwei Herzen brennen. Kann mich nur wundern, wenn wir sie nicht im deutschen Bundestag, sondern als Stadträte für Weinheim und wie eingangs gesagt haben, die SPD jetzt relativ klar positioniert zu sagen, wir brauchen neue Gewerbeflächen, wir brauchen neue Gewerbegebiete und gerade in Bezug auf hintere Mult. Wir haben so viele bestehende Gewerbebetriebe, die eine verlässliche Planung brauchen, die auch wachsen müssen. Und denen nicht sagen zu können von der Politik, wir machen nichts, das geht nicht. Wir haben in der hinteren Mult 17 Bewerber, 15 sehr relativ konkret, die sagen, sie sind Schreinerbetriebe, sie sind Weinheimerbetriebe, die wachsen müssen, wachsen wollen. Und die wollen weg, die müssen wachsen, also wir müssen uns umschauen. Und da muss der Weinheimer Gemeinderat jetzt auch sagen, wir machen etwas. Weinheim ist eine lebenswerte Stadt, die müssen wir aber auch als lebenswert erhalten. Wir brauchen dafür auch Geld. Und jetzt zu sagen, dann sollen sie halt nach Vierland oder sollen sie nach Heppenheim gehen. Klar muss mit der Landwirtschaft ein normaler, vernünftiger Punkt gefunden werden. Aber jetzt zu sagen, wir sind überall dagegen, wir haben auch in der Haushaltsrede gesagt, die Breitwiesen, ich sage es ganz offen, ist selbstverständlich für uns auch noch ein Gebiet. Das ist nicht von vornherein weg. Das muss man auch im Hinterkopf behalten. Das ist ein Stück, das uns in der Region Vorteile bringt, weil sie halt relativ gut gelegen ist. Kommen wir noch dazu. Und wichtig. Wir versuchen das so ein bisschen. Dass wir auch die Steuern, Gewerbesteuer hier in Weinheim, damit wir alle unsere Sachen auch zahlen. Dieses generelle Thema, was außer der hinteren Mult, komme ich gleich nochmal darauf zurück. Deswegen versuche ich Sie hier so ein bisschen einzubremsen. Frau Kramer. Das Thema Landschaftsverbrauch ist fast so wichtig wie das Thema Klima. Und es treibt viele Leute um. Und gerade in Weinheim, denke ich, ist ein wichtiges Thema. Und wir verstehen überhaupt nicht, warum das jetzt am 22. Mai, vier Tage vor der Gemeinderatswahl durchgepeitscht werden soll. Offenbar, damit der neue Gemeinderat, der vielleicht ja anders aussieht, da nicht mehr mitredet. Sondern es soll vorher als abgeschlossen, als Satzungsbeschluss, dann der Dienstung gemacht werden. Die Umlegung, das ist eine Möglichkeit, mit dem Landwirten, mit der Brechstange umzugehen. Wir haben gesagt, wir wollen erstmal ein Einvernehmen mit den Landwirten. Das ist uns ganz wesentlich. Wenn das nicht klar ist mit den dort aktiven Landwirten, das sind jetzt nicht nur die Besitzer, sondern es sind ja größtenteils Pächter, die dort arbeiten. Das brauchen wir. Wir sagen außerdem als einzige Fraktion, wir wollen einen vollständigen ökologischen Ausgleich. Falls Sie das nicht verstehen, wir meinen auch den Bodenausgleich. Und wenn es das Ökokonto ist, was so sehr angezettelt wird, was so sehr angegriffen wird, wir brauchen für diesen Eingriff in das wertvolle Schutzgut Boden einen Ausgleich. Wir brauchen einen Ausgleich mit den Aktiven, mit der Landwirtschaft und mit den Schutzgütern, die dort ökologisch angegriffen werden. Und ich denke, dafür brauchen wir Zeit. Und deswegen kann es nicht sein, dass wir am 22. jetzt schon einen Satzungsbeschluss machen. Ich denke, das ist überhaupt nicht nötig. Das führt zu umständlichen, langwierigen Gerichtsverfahren und wird auch den Bedürfnissen von B&S und Arnheim und wie sie alle heißen, auch nicht gerecht. Das ist auch nicht der Weg. Jetzt, Herr Mayer, durchgepeitscht und mit der Brechstange waren schon Stichworte von der Frau Kramer. Zwei Jahre lang läuft das Verfahren, das vom alten Gemeinderat in Gang gesetzt wurde. Ist es nicht aus Ihrer Sicht auch sinnvoll, dass der alte Gemeinderat sozusagen auch dann einen Haken an dieses Verfahren macht? Absolut. Wir von Freien Wählern sind ja ganz klar auch für neue Gewerbegebiete schon immer gewesen. Und wie lange ist es dieses Gebiet schon im Flächennutzungsplan? Es war ja klar, dass es früher oder später, von 2004. Und jetzt wird das einmal durchgepeitscht. Was ich mir wünschen würde, wäre ein bisschen hier in der Sachlichkeit, in der Diskussion, Gesprächsangebote, die nicht ausgeschlagen werden von Seiten der Landwirte. Und mir ist alles so ein bisschen zu populistisch, dieses ganze Vorgehen, was da oft an den Tage gelegt wird. Also wir potenzieren das ganz klar für Gewerbe, für Gewerbe in Weinheim. Der Herr Schwöbel hat es gesagt, wir haben viele Weinheimer Betriebe, die suchen dringend nach Flächen. Und wenn ich dann höre, dann sollen sie eben ab, dann sollen sie nach Heppenheim gehen. Also ich als Gemeinderat kann das nicht nachvollziehen. Ja, weil die nicht in der Langmaßweg, da sind die Flächen frei und so fort. Die können gekauft werden.
Das sind unterschiedliche Flächengrößen, ja, darum geht es, und unterschiedliche Zuschnitte. Das ist was ganz anderes. Ja, aber ich meine, wenn wir hier nochmal über das Thema Nutzungsplan sprechen. Das wäre, das können wir gerne jetzt überleiten zu dem Thema. Wobei, ich würde Sie sofort zu Wort kommen lassen. Eine Frage: Wenn ich jetzt der Herr Dr. Fetzner wäre und Sie abstimmen ließe, sollen wir das vertagen am 22. Mai? Wer würde für Vertagung des Satzungsbeschlusses die Hand heben? Die Hälfte. Wer war das? Das bringt uns natürlich zu der Frage, braucht Weinheim weitere Gewerbegebiete, brauchen wir einen neuen Flächennutzungsplan? Der Herr Fetzner bezweifelt das. Da wollten Sie einsteigen und genau das wäre auch die Schlussrunde, die wir hier gerne hätten. Ja, also wir fordern das ja schon seit langem. Die Prioritäten haben sich doch ein klein wenig verändert seit 2004. Und man kann nicht immer mit dem Verweis darauf jetzt sagen, na, es ist ja eigentlich nicht überraschend, wenn man jetzt das ein oder andere Gebiet ausweist. Wir haben lange Diskussionen gehabt, wir hatten einen Bürgerentscheid 2013. Da ist sicherlich auch einiges an öffentlicher Meinung in Bewegung geraten. Und deswegen, meine ich, brauchen wir nochmal eine breite Diskussion über einen neuen Flächennutzungsplan. Gerade die hintere Muld ist letztendlich, wenn wir den Abschnitt jetzt einfach mal südlich des oberen Viertels nehmen, doch letztendlich auch eine Frischluftschneise. Und ich glaube, wir haben auch jetzt mittlerweile, 15 Jahre nach dem Flächennutzungsplan, häufig die Diskussion, wie sieht das aus mit der Überhitzung in Innenstädten, wie ist das mit dem Klimawandel, brauchen wir nicht unter Umständen auch solche Freiflächen innerhalb einer Kommune und haben die nicht auch einen gewissen Wert für sich. Andererseits, wir haben natürlich das Interesse der Gewerbetreibenden erweitern zu wollen. Ich habe ja schon gesagt, wir wollen das auch befriedigen, aber wie gesagt, dafür reicht das obere Viertel aus und dann sollen doch bitteschön einen Kompromiss zimmern mit den Landwirten. Ich denke mal, dass die auch bereit wären, einen solchen Kompromiss einzugehen, zumindest zu einem Großteil, um in der Gemeinde wieder Frieden einkehren zu lassen und zu vermeiden, dass man langwierige Prozesse hat, die kommen werden, wenn man jetzt das einfach so beschließt. Das nützt keinem, beziehungsweise wenn es möglicherweise auf einen weiteren Bürgerentscheid hinausläuft, ein weiteres Bürgerbegehren, was man sich ja auch vorstellen kann. Bei der hintere Mund geht es nicht. Die hintere Mund ist durch. Die Aufstellung. Nein, der Satzungsbeschluss ist dann durch. Das hätte man gleich noch der Aufstellung machen. Genauso ist es. Genauso ist es. Aber Herr Hagen, Thema sozusagen, wenn man jetzt warten würde, dann ist wahrscheinlich die Firma B&S tatsächlich weg. Wo sehen Sie sozusagen aber das Potenzial, um in Zukunft noch Gewerbeflächen in Weinheim zu entwickeln? Ist es eben tatsächlich wieder die Breitwiesen, die in die Diskussion kämen? Oder ist es eben auch das Thema Tiefgewann? Oder fällt das Tiefgewann vielleicht doch eher in die Rubrik der Visionen weg? Ich möchte mal eins voranstellen. Ich habe mich mal interessiert, wie viel Fläche eigentlich die Firma SAP in Rot letzten Endes belegt hat. Nur die Firma SAP. SAP hat in Rot 20 Hektar, das sind immerhin 200.000 Quadratmeter. Wir reden bei der hinteren Null um 11 Quadratmeter. Um 11 Quadratmeter und die sollen belegt, Hektar, und die sollen belegt werden mit verschiedenen Firmen. So, das muss man mal in Relation sehen. Und wir müssen in Relation sehen, dass wir natürlich auch schon über Frischluftschneisen 2004 geredet haben. Da sind x Gutachten angefertigt worden. Wir haben noch damals den Flächennutzungsplan nicht als Flux und Tollerei beschlossen, sondern haben schon wohl überlegt, wo ist denn die Weinheimer Entwicklung möglich. Und jetzt komme ich zu Ihrer Frage. Das ist schön. Und die war und ist möglich, beispielsweise nach wie vor noch im Hammelsbrunnen. Da ist noch nicht aus dem Rennen, mit wesentlichen Einschränkungen, weil wir eben dort medizinische Versorgungsbetriebe haben, muss man ganz klar sehen. Wir haben, denn, wie gesagt, das Gebiet noch hinterer Mult und dann wird es schon eng. Langmarsweg habe ich jetzt vergessen. So, jetzt kommen wir mal zu dem Tiefengewann. Wenn wir das hinkriegen würden, Tiefengewann, und das hat ja sich bei der Klausurtagung so gezeigt, würde wahrscheinlich beim Tiefengewann eine größere Übereinstimmung da sein, das für ein Gewerbegebiet zu entwickeln, als beispielsweise bei Breitwiesen. Sage ich ganz offen. Ja. Nur da haben wir die Situation, es muss eben der Hochwasserschutz geklärt werden. Und wenn der Hochwasserschutz so geklärt werden sollte, dass dort Preise entstehen, Quadratmeterpreise 200 plus X, dann ist das nicht vermarktbar. Das wissen wir doch alle. Denn wir konkurrieren doch hier mit anderen Gemeinden, die beispielsweise Gewerbepreise haben, die liegen bei 100, 110, 120, wie auch immer. Wir liegen
schon bei 160. Auch schon mal ein großer Unterschied. So. Und ich kann doch denn das andere Gebiet Breitwiesen nicht völlig ausschließen. Wir sagen, wir stehen zu dem Bürgerentscheid, der ist gelaufen, da wollen wir auch gar nicht jetzt letzten Endes rangehen, da wollen wir uns gar nicht mehr mit befassen, aber vorneweg zu sagen, ah, das kommt nie, also würden wir uns ja unter Umständen letzten Endes die Zukunft verbauen wollen. Das kann also nicht sein. Wir müssen dort versuchen, mit den Landwirten eine Einigung zu ziehen, das bin ich fester Überzeugung, nur das setzt voraus Kompromissbereitschaft auf allen Seiten. Woher sind die denn kommen? Ja, wo kommt denn die Kompromissbereitschaft in anderen Gemeinden her? Ja, das frage ich mich auch. Wo kommen die denn her? Die haben nicht mehr Platz. Die haben nicht mehr Platz, sondern da ist vielleicht das Monetäre, also spielt da eine größere Rolle. Ich weiß es nicht. Nur, wir brauchen das, um da letzten Endes überhaupt Stadtentwicklung betreiben zu können. Den Gegenentwurf liefern ja quasi Sie eigentlich, der sagt, eigentlich sollte Weinheim das Buch mit neuen Flächen, die wir bebauen, ja, versiegeln, schließen. Ja, also auch für künftige Generationen. Also die Erde ist ja begrenzt, also ja, spätestens an der Gemarkungsgrenze ist man ja mal dann irgendwann an einem Punkt, wo man sieht, es geht nicht mehr und ich bin der Meinung, dass wir jetzt schon an dem Punkt sind, also wenn Langmaßweg dann mal gebaut ist und dann gibt es ja auch in der bestehenden Bebauung immer mal wieder eine Entwicklung, also auch in der Freiburger Straße sieht man das, da tut sich ja auch was, irgendein Betrieb hört auf, dafür kommt ein neuer und das ist eine dynamische Entwicklung, also eine Innenentwicklung, wie ich sie bevorzuge, also ich will nicht nach außen, nicht noch ausdehnen, dann muss noch dazu bedacht werden, mit jedem weiteren Arbeitsplatz, der in Weinheim geschaffen wird, erhöhen wir ja auch wieder die Nachfrage nach Wohnraum. Ne? Und insbesondere, wenn wir jetzt bei der Firma B&S zum Beispiel, um da zu bleiben, Arbeitsplätze im Niedriglohnsektor schaffen, oder wenn die da geschaffen werden von der Firma, dann wollen ja auch gerade Leute im Niedrigpreissegment, die dann hier in Weinheim wieder eine Wohnung suchen, dann wird die Liste der Wohnungssuchenden nicht kürzer. Ne? Wir machen jetzt extra die Almet-Ecker, da habe ich ja zugestimmt, obwohl ich da ja auch landwirtschaftliche Fläche verbraucht wird, aber da habe ich trotzdem zugestimmt, weil eben die Wohnungsnachfrage in Weinheim so hoch ist. Bloß will ich ja jetzt mit dem weiteren Gewerbegebiet nicht dann die Nachfrage nach Wohnraum noch weiter erhöhen. Und also es gibt den Rattenschwanz, der nie aufhört. Und ich bin der Meinung, wir müssen da mal aufhören jetzt. Und insbesondere, wenn man sieht, in anderen Gegenden Deutschlands, also ist ja schon im hinteren Odenwald, wo die Ortschaften und Städte entvölkern, also da ziehen die Leute ab und wollen zu uns in die Region, was hier auch. Ist das schlimm? Bin der Meinung, man muss dafür sorgen, dass auch in ländlichen Regionen das Leben so attraktiv ist, dass die Leute dort gern wohnen und nicht alle in die Metropolen strömen. Es gibt aber auch Weinheimer, die einfach von ihrer Ausbildung her auch einen Job brauchen, wo sie hier Arbeit in Weinheim Geld verdienen können, die nicht von ihrer Ausbildung her nach Frankfurt, nach Darmstadt reisen können, die brauchen hier einen Job. Die müssen auch in Weinheim auch ihren Wohnungsraum bezahlen können. Und das ist auch wichtig. Und von daran wundert uns schon, was der Herr Hörtel für Argumente bringt. Das schließt sich nämlich manchmal teilweise einfach aus. Denn wir brauchen hier auch Wohnraum, der bezahlt werden kann. Und wir brauchen auch Jobs für Weinheimer, die hier in Weinheim leben und leben bleiben sollen. Aber die müssen auch für ihre Familie eine Zukunft haben. Aber ganz kurz zum Gewerbegebiet. Denn wir dürfen auch nicht die Zukunft verschlafen. Denn unsere Nachbarschaft schläft nicht. In Weinheim wird es jetzt seit Ewigkeiten diskutiert. Klar sagen wir, Innenstadtverdichtung wäre toll, nur wenn man es halt nicht hinbekommt, da kann er hin, kann ich es halt da zwingen. Und von da rein ist es einfach wichtig zu sagen, da gebe ich dem Herrn Harding recht, tiefgewand wäre sicherlich interessant, aber tiefgewand, wenn ich dorthin komme als Investor, als Gewerbetreibender, will da ein Stück Land kaufen, dann muss ich aber Bodenprobe nehmen, muss irgendwelche Pfosten die Erde rammen, dann bin ich weg und damit ist es vorbei. Und deshalb ist Breitwiesen immer noch interessant, das dürfen wir uns nicht verbauen. Und Hammelsbrunn, würde ich noch sagen, Hammelsbrunn, sage ich, ist für mich eigentlich No-Go. Hammelsbrunn schützt sich selbst aufgrund auch der Einrichtung dort stehen, das ist ein toller Argument. Und auch für mich ganz klar das Erholungsgebiet der Weststadt. Fahren Sie mal durch den Hammelsbrunn, was da für Leute unterwegs sind. Also in den Breitwiesen sehe ich das nicht. Und von daran ist es schon in meinen Augen wichtig, dass jetzt auch die Politik mal vorangeht und wir. Und das Wichtige ist noch, wir haben nicht nur bestehende Gewerbebetriebe hier in Weinheim,
Wenn Sie als Außenstehender kommen, in Weinheim was suchen, Sie finden nichts. Denn die Stadt Weinheim hat nichts. Und auch das ist, glaube ich, der falsche Weg. Denn wir müssen unsere Einrichtungen von Schwimmbad, Bibliothek, Volkshochschule, wir müssen es doch auch bezahlen. Und ich möchte, dass meine Kinder die gleichen Sachen haben wie wir und dann auch ihren Weinheim in Zukunft haben, noch bleiben und leben können. Und Frau Kramer, ist das Ende der Fahnenstange erreicht? Ja, irgendwie was? Schon. Ne? Wenn ich mir die Leute anschaue, die damals nicht nur gegen die Entwicklung von Breitwiesen gestimmt haben, sondern immer mehr sehen, Weinheim ist attraktiv wegen seiner Grünen, wegen seiner abwechslungsreichen Landschaft ringsherum. Und die soll erhalten werden. Wenn wir uns das zubauen, dann ist Weinheim nicht mehr so attraktiv. Das ist der eine Zwiespalt, in dem wir uns tatsächlich bewegen. Der andere ist natürlich, dass wir bestehenden Gewerben hier die Zukunft nicht verbauen wollen. Insofern fange ich an, ganz vorsichtig Sympathie zu bekommen für den Vorschlag von der FDP, nur einen kleineren Bereich. Ich war am Anfang sehr dagegen, gebe ich ja zu. Ich habe gesagt, nein, entweder oder. Aber vielleicht ist das eine Möglichkeit, eine Kompromisslinie zu finden und zu sagen, okay, die bestehenden Betriebe, den anerkannter Bedarf haben, bei den anderen bin ich nicht ganz so sicher. Und da können wir vielleicht eine Entwicklungsmöglichkeit bieten und können vielleicht auch langwierige Gerichtsverfahren vermeiden. Das würde ich ja auch gerne tun. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, mit der man umgehen könnte, über die man nachgehen sollte. Wir geben zu, wir fangen erst noch nicht so lange damit an. Die Stadtverwaltung hat überhaupt noch nicht angefangen. Ich hoffe, dass die anderen Parteien vielleicht sich auch mal mit dem Gedanken vertraut machen. Das würde aber bedeuten, dass wir die hintere Mult eben nicht im 22. Mai schon im Versatzungsbeschluss dann festzogen, sondern uns wirklich noch Zeit zu überlegen bringen, um das Ganze auch nicht nur gemächlicher, sondern auch, ja, sagen wir mal, gerichtsfester über die Bühne zu bringen, indem tatsächlich ein Einvernehmen geschaffen wird. Also das wünsche ich mir eigentlich schon. Herr Mayer, von Ihnen fehlt noch, wenn ich das jetzt richtig aufgepasst habe, als Statement zu dem Thema. Wo soll es lang gehen in Sachen Gewerbeentwicklung in Weinheim? Es ist natürlich richtig, ich meine, ich persönlich komme aus der grünen Branche. Es ist natürlich richtig, ich kann das Land nur einmal bauen, ich weg. Ein neues kann ich nicht generieren. Absolut richtig. Und es ist auch nichts gegen Innenverdichtung, das ist ein ganz wichtiger Aspekt in der ganzen Geschichte. Nichtsdestotrotz brauchen wir Gewerbegebiete in Weinheim, unserer Meinung nach, neue Gewerbegebiete. Ich habe mich auch noch nie komplett von den Breitwiesen verabschiedet, wir uns alle nicht in der Fraktion. Das ist immer noch eine Option, die für mich immer noch den Charme hat. Man muss langsam rangehen. Ich würde jetzt aber trotzdem gerne Gebiet hintere Mult am 22. beschließen. Der jetzige Gemeinderat hat sich einfach viel zu lange damit beschäftigt, um das alles in die Hände von dem neuen Gemeinderat wieder zu geben und wieder von vorne anzufangen. Also ich denke, das sollte einfach ein Haken drunter gemacht werden und gut ist. Das ist nicht gesagt, dass es da Veränderungen vielleicht im neuen Sinne gibt. Vielleicht geht es auch andersrum. Ja, aber dann sollte man die doch jetzt mal anschieben. Ja? Also ich meine, da muss man doch mal vielleicht die Leute zusammenholen und muss versuchen, diesen Kompromiss dann tatsächlich auch zu erreichen. Wenn man natürlich vorher schon festlegt, man möchte so und so am entsprechenden Zeitpunkt abstimmen, noch im alten Gemeinderat, dann dürfte das in der Tat schwerfallen. Das freut mich. Noch für lange Zeit die Gespräche gewesen. Getan, es war alle Zeit, es ist alles getan worden und wir hätten ja alles nicht an 100%ige Einigkeit erzielen können. Irgendwann ist es einmal die Aufgabe der Gremien, dafür gewählt worden, zu entscheiden. Und wieder zu schieben, das vielleicht nochmal eine Zahl. Sein. Wir müssen ja wirklich über Fakten reden. Wir haben in Weinheim circa 2200 oder 2400 Hektar landwirtschaftliche Flächen, Gewerbeflächen 10% von denen. Mehr ist es halt nicht. Mehr ist es nicht. Nein, das zählt aber nein, landwirtschaftliche Fläche. Und das sind amtliche Zahlen. Ich gehe mal davon aus, dass die nicht getürkt sind. Ja, aber Herr Habe, also diese Zahlendiskussion, glaube ich, sollten wir nicht mehr einsteigen. Wir haben ja geführt, wir haben einen Faktencheck damals gemacht in der Zeitung, weil auch bei den Zahlen muss man sehr genau hingucken, was die Datengrundlage ist. Ganz klar. Ich glaube, es ist sehr deutlich geworden bei dem Thema, dass da auch die Wähler unterschiedliche Angebote bekommen von Ihnen. Das ist zunächst einmal gut, weil es motiviert, zum Wählen zu gehen. Wir haben mit 10 Minuten Verspätung begonnen, um 10 nach 5. Es ist jetzt 18.11 Uhr. Sehr gut. Sodass ich mal sagen würde, Jürgen. Wir freuen uns alle auf den 22. Mai. Und schauen wir mal, was da für eine Abstimmung. Oder es wird wieder von der Tagesordnung genommen. Genau, auch das ist ja möglich.
Wir danken Ihnen jedenfalls sehr, dass Sie da waren. Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie noch einmal bleiben, wegen der kurzen Video-Statements. Ich danke für die Disziplin, weil ich glaube, wir haben unser Programm so durchgekriegt, wie wir es wollten, und wir sind mit einer ziemlichen Punktlandung jetzt hier am Ende unserer ersten Veranstaltung zur Kommunalwahl. Herzlichen Dank. Wir haben Dankeschön. Ja, vielen Dank. Ich danke.